Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal Maximus TV. Und ja, tatsächlich sind wir mal wieder an dieser Position, wo normalerweise immer die Vlogs starten, aber nein. Wir starten heute keinen Vlog, sondern ich zeige euch mein Gaming-Setup, würde ich sagen. Oder meine Gamer-Ecke, wo ich den meisten Teil von meinem Leben zurzeit verbringe. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir werden dann noch ein bisschen quatschen kurz, wie ich das alles noch aufbauen soll. Wie gesagt, die Gaming-Ecke, wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass sie noch lange nicht fertig ist. Da reden wir aber gleich drüber. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach hoch, gucken uns den Scheiß mal an. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, meine lieben Freunde. Wir stehen jetzt vor meinem Setup. Es sieht von hier aus sehr scheiße aus. Wir sehen schon LED-Leisten außerhalb des Schreibtisches. Das gefällt mir persönlich auch nicht. Ich finde es sehr scheiße. Aber ihr müsst sehen, weil ich habe ein... Warte, wir gucken mal von hier. Ich habe jetzt einen Eckschreibtisch. Und da war es ein bisschen schwierig, die LEDs da drunter zu kriegen, weil da halt überall Kanten sind und nur von außen rum konnte ich einmal komplett halt rumgehen, ohne die Dinger umzuknicken. Ich bin am überlegen, das noch anders zu machen, aber ja, so war die einzige Lösung zurzeit. Ich meine, wenn der Schreibtisch an der Wand steht, dann kommen die LEDs ja zur Geltung, so wie da hinten, ne? Das ist ja nice. Nur normalerweise wäre es halt allgemein geiler, wenn die LEDs unten sind. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen mal Stück für Stück vor. Hier habe ich einen Tisch. Sogar, guckt euch das an, mit einer Brandschutzdecke extra für die Pfeife, weil ich habe ja sonst die Pfeife immer auf meinem Schreibtisch gehabt und da ist das Problem einfach gewesen, dass ich Brandlöcher ohne Ende hatte. Ja, selbes Material und Holz wie mein Schreibtisch auch. Gut, das Design ist ein bisschen anders, aber sonst. Ich werde euch das alles mal verlinken in der Beschreibung. Der Schreibtisch war auch wirklich nicht teuer, der Eckschreibtisch. Mal, finde ich persönlich sehr wild, das Ding. Und ist echt recht groß. Da hinten Ananaslampe, meine lieben Freunde. Wer das nicht hat, ist auch einfach nicht cool, ne? Hier ist auch alles nicht aufgeräumt. Wie gesagt, ist noch lange nicht fertig. Der Stuhl, auch eher günstig. Ich glaube, 137 hat er gekostet. Werde ich euch auch mal verlinken, wenn ich ihn wiederfinde. Die Musikanlage brauche ich gar nicht viel zu sagen. Die ist so uralt, die werde ich niemals finden, ne? Aber so ähnliche Modelle findet man ja eigentlich easy. Ne? Also sowas verlinke ich euch jetzt nicht. Mein Bildschirm, BenQ, 4K. Andere technische Daten wüsste ich jetzt aktuell tatsächlich nicht. Ich habe da echt keinen Plan von so. Technik und so. Technik und ich gehen nicht Hand in Hand, sondern nur so mittelmäßig. Ne? Ich nutze sie, aber darüber Bescheid wissen eher nicht. Ne? So, was haben wir hier am Start? Ich habe... So, an Controllern. Normalen Xbox-Controller. Den habe ich noch von meiner ersten One. Dann den Series X-Controller. Den finde ich auch sehr wild, einfach wegen diesen geriffelten Ränden und so. Und dann habe ich noch den Elite-Controller von Xbox aus der ersten Generation, der nicht mehr so top läuft, weil ich ihn reparieren musste, ne? Einmal auseinander und so, weil eine Taste rausgebrochen war. Ist nicht mehr im besten Zustand, aber nach 5 Jahren ist das auch in Ordnung. So, ja, für die Controller habe ich Akkus, Leute, ich kann euch die Akkus auch nur wärmstens empfehlen, die werde ich in die Beschreibung packen, also wer gute Controller-Akkus haben will, die sind echt top. Ja, dann, jetzt letztens angekommen, das Xbox-Headset, auch ein sehr geiles Produkt, Leute. Viele sagen ja, Xbox-Headset so an sich sind scheiße, aber das ist per Bluetooth oder Wireless halt, gefällt mir sehr gut, der Klang ist nice. Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht mit einem Headset mithalten können, was 200 € oder so kostet, aber es ist trotzdem nice. Und übrigens, wenn die Qualität vom Video nicht so geil ist, ja, ihr wisst, mit Lichtverhältnissen habe ich so allgemein meine Probleme. Wenn mir da mal jemand helfen könnte, sich damit auseinanderzusetzen, kann mir gerne auf Instagram schreiben, die ist das TV, ne? Weil da habe ich ja echt meine Probleme, das ist echt kritisch. Ich muss echt gucken, weil mit diesen Ringleuchten klappt das dann doch nicht so gut mit dem Beleuchten, wie ich das haben möchte. Ja, dann diese wunderschöne Lampe da, ne? Sehr wildes Ding. Ist auch leider zu hell, als dass ich es fokussieren könnte. Schade. Geil.
Auf jeden Fall aus der Dame-Box, ich weiß gar nicht mehr aus welcher. Aus der letzten, aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Zeus oder so, keine Ahnung. Ja, kann sein. So, dann mein Herzstück, die Series X. Geiles Ding, damals Release gekauft. Richtig geil. Ja, Tablet unnötig. Die Tastatur, bin ich ganz ehrlich, 30 Euro Amazon. Die ist auch beleuchtet eigentlich, aber ich habe ja keinen PC, den ich mir damals gekauft habe. Ich dachte, in den nächsten Monaten würde ein PC kommen und dann eben überbrückungsweise, weil ich nicht so viel Geld hatte. Die Maus war auch dabei, leuchtet auch, aber auch ein Billigding. Sehr geile Lampe, sieht mega gut aus und war echt billig. 24 Euro. Drecks Laptop und ein paar Kabels, die echt unnötig sind, aber zum Laden da sind. Also doch nicht unnötig, ups. Ja, auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Das ist bisher mein Setup. So zocke ich hier. Aber das Ganze soll natürlich noch ganz anders werden. Und zwar möchte ich einen PC haben. Schon so lange, ich spare da aktuell echt drauf. Nicht zum Zocken, sondern hauptsächlich zum Videos schneiden. Zum vernünftigen Videos schneiden auf jeden Fall. Und zum Aufnehmen vom Zocken. Ne? Da habe ich übelst Bock drauf. Livestream wird ja leider nicht möglich sein bei meinem scheiß Internet, aber wenigstens ist ein PC da. Und allgemein auch so, ne? Für was man einen PC nicht alles braucht. Außerdem gibt es einige PC-Spiele halt, wo ich auch Bock drauf hätte. Zum Beispiel Strategiespiele. Ja, auf jeden Fall. Wie soll das Ganze hier aussehen? Der Bildschirm. Also es soll noch ein zweiter Bildschirm dazukommen. Ich möchte gerne einen Curved-Bildschirm haben. Ich weiß aber noch nicht, welchen und ob der auch 4K sein wird. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall war die Idee dann die zwei Bildschirme hier. Da ein. Die Series X, ich habe leider nur einen LAN-Anschluss und der ist nicht so lang, glaube ich. Müsste ich mal gucken, wie ich das mache. Also entweder lasse ich die Series X dann zwischen den beiden Bildschirmen stehen. Oder ich wollte die Series X neben dem Bildschirm stellen, der da ist. Also hier stehen würde und dann dahin. Da der Bildschirm und der PC dann hierhin. So, Maus und Tastatur dann davor. Ne? Einfach so hier irgendwie verteilt. Also platztechnisch sollte das hinhauen. Ja, muss ich halt gucken. Hier ist dann ja auch noch ziemlich viel Platz. Oder ob ich die Tastaturen hier vorne hin mache und so. Das ist halt alles noch Sachen, wo ich gucke, wenn der PC dann mal da ist. Aber das sind so Sachen, wo ich Bock drauf habe. Also, wenn das Setup fertig ist, werde ich auch nochmal ein Video machen. Zeige ich euch meinen PC und so. Wie gesagt, zu den technischen Daten, die müsste ich mir aufschreiben, weil da könnte ich euch so nichts zu sagen. Da habe ich echt keinen Plan. Da muss mir auch jemand anders. Wird mir den zusammenstellen. So, ich werde nur dabei sitzen und sagen ja oder nein. Und ansonsten, meine lieben Freunde, ich suche noch Leute, mit denen ich zocken kann, ehrlich gesagt. Also wenn ihr Xbox-Spieler seid, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich bin am Überlegen, auf Xbox einen Club aufzumachen. Da will ich dann aber noch ein Video zu machen. So unseren eigenen Club. Dann könntet ihr mich da adden und dem Club beitreten. Oder ich schicke euch eine Einladung dazu. Oder ja, ich mache ihn dann öffentlich. Dann könnt ihr einfach rein und dann könnte man zusammen zocken. Was ich sehr viel suchte zurzeit ist World of Warships immer noch. Für World of Warships suche ich auf jeden Fall Leute, weil da sitze ich alleine mit und das Spiel bockt halt viel mehr in der Gruppe. Wäre echt nice, wenn sich dafür Leute finden würden. Ja, ansonsten für Forza Horizon 5 habe ich mir auch gekauft, aber habe nicht wirklich Leute, mit denen ich das spielen kann. Also allgemein, ne, wenn ihr Bock auf Zocken habt und sympathisch seid, könnt ihr mich gerne adden. Ich kann euch auch hier schon mal meinen Gamertag raushauen. Da, BSF Maximus TV, ne? Man kennt ihn. Und dann könnt ihr mich einfach adden und wir können zocken. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, das war's so mit meinem Setup. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt eine Pfeife an und zock dann auch schön weiter. Und wir werden dann gucken, wie es weitergeht. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Gaming-Videos endlich oder allgemeinen PC und auf den ganzen Kram hier. Also, würde ich sagen, sehen wir uns ein andermal. Haut rein, meine lieben Freunde, und schön am Ball bleiben, zocken. Ne? So, ich finde kein Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und abonniert mich auf Instagram, dies, das TV. Und, ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Tipps für mich, schreibt es gerne rein. Peace out.